Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video des Nacon PS4-Controllers. Ich habe mir jetzt, wie im Unboxing gesagt, den Original PS4-Controller noch dazu geholt und ich habe mir dann noch einen zweiten dazu geholt. Ich habe ja noch einen für die PlayStation und zwar von. Ich weiß jetzt gar nicht, von Snakeboy war der, glaube ich, oder so. Nochmal so ein Controller. Und da wollen wir uns dann gleich mal die verschiedenen Modelle angucken und im Vergleich zum Nacon PlayStation 4 Controller. Ich schwenke euch mal nach unten. Oder wartet mal, ich mache anders. Ich mache anders. Ich mache so. Ich mache so, da kann ich euch, da sehe ich auch den Bildschirm. Und dann kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. So, wir haben das erste, was einem auffällt, ist, wir haben schon mal keine Lightbar bei diesem. Seht ihr das? Ja. Wartet mal, ich muss mal das Licht ein bisschen drehen, dann ist es vielleicht ein bisschen angenehmer zu sehen für euch. Ja, so. Im Vergleich zum Originalen. Also hier ist eigentlich die Lightbar komplett drunter. Ich habe jetzt hier halt nur meinen Namen genommen, ja, und halt so einen Lightbar-Aufkleber. Da sehen wir schon, dass das fehlt. Der USB-Anschluss ist da unten. Hier haben wir ihn halt so ein bisschen mittig. Ist aber der gleiche, oder? Ich sehe das immer so schlecht. Ja, das ist der gleiche. Also Makro, glaube ich, war das Makro. Erst kam Mini-USB, dann kam Makro und dann USB-C Makro. Makro-USB müsste das sein, genau. So, dann sieht man auch gleich das andere Layout von den Schultertasten im Vergleich zum Originalen. Was jetzt nichts Negatives sein sollte. Also ich finde rein vom optischen jetzt, also mein erster Eindruck von den Schultertasten sind, dass sie gut angeordnet sind und das sieht man vielleicht im Video schlecht. Wartet mal, ich versuche mal gucken, wie ich euch das am besten auffangen kann. Guckt euch mal die unteren Schultertasten an, also das L2 und R2. So, das sieht man jetzt auf dem Video echt so doof. Das kommt ja ein bisschen raus, das ist ganz gut, aber ich versuche mal, dass ihr das, ja doch, so kriegt ihr das halbwegs ruf. Seht ihr das? Die sind gebogen. Die sind jetzt nicht gerade. Die sind ein Stück nach außen gebogen. Seht ihr das? Dadurch habt ihr praktisch, auch wenn ihr kurze Finger habt, ja, seid ihr da drauf. Und es fühlt sich echt sehr angenehm an, muss ich sagen. Im Gegensatz zum originalen Controller. Da hat man hier die harte Kante. Ja, wenn ich den jetzt so halte, kann ich euch ja mal zeigen. Ich bin so drauf. Ja. Es ist gut, aber das ist wirklich noch mal sehr, sehr, sehr viel angenehmer. Und schön groß sind sie auch. Haben angenehmen Druckpunkt. Also das überrascht mich sehr positiv, muss ich sagen. Also das ist eine Innovation, die man vielleicht beibehalten sollte, weil das ist sehr angenehm. So, dann haben wir unten. Fangen wir mal von oben nach unten an. Haben wir hier nur eine Kopfhörerbuchse. Im Gegensatz zum Originalcontroller, da haben wir dann noch diese Ladestand, diesen Ladestecker da. Der befindet sich hier halt nicht. So. Ihr seht, der ist ziemlich rund, der Originale. Der ist so ein bisschen eckig. Also ich würde schon sagen, dass der so ein bisschen sich an das Xbox-Design anlehnt, obwohl er nicht so für mich vom optischen her, weil ich kenne den neuen Xbox-Controller ja auch nur vom Bildern her, nicht so fett und nicht so klobig rüberkommt wie der originale Xbox-Controller. Ist mein Empfinden. So, machen wir noch seitlich. Also das ist hier praktisch der und das ist der originale. Ja, da seht ihr das, dass das hier unten, hier hinten nochmal so ein bisschen eingeformt ist, ist hier auch. Aber hier ist es natürlich noch mal ein Stück mehr. Sieht, ich weiß nicht, dass man das so. Jetzt kann man es vielleicht so ein bisschen erkennen.
Mal versuchen so. So seht ihr das vielleicht ein bisschen besser, wenn wir das von oben machen. So. Hier seht ihr das. Das wirkt jedenfalls so, als wenn es hier tiefer reingeht. Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur, weil die Schultertasten hier nochmal ein Stück rauskommen. Und hier halt nur so ein bisschen rauskommen. Dadurch liegt der Finger, auch wenn man die Schultertasten jetzt nicht hier braucht, hier unten ganz gut drin, wenn man jetzt nur so steuern will. Oder wenn man halt so macht, zum Stabilisieren, die anderen, liegt da sehr gut in der Hand. So, dann fangen wir an mit den Knöpfen. Ein Touchpad ist verfügbar, so wie beim Originalen auch. Beim Originalen, der ist schon was älter, da seht ihr auch, dass er so ein bisschen geriffelt ist. Hier haben wir auch so und hier steht so ja Nacon da unten drauf, da. Das finde ich ganz gut. Dann ist es kein Bilja Fake oder so, es ist wirklich offiziell von PlayStation lizenziert. Wir haben hier auch Dreieck, Kreis, Viereck und X. Ganz normal, wie ihr es vom PlayStation Controller her kennt. Auch in der gleichen Anordnung logischerweise. Sieht man so vielleicht ein bisschen besser. Wir haben hier keinen internen Lautsprecher, möchte ich sagen. Ich bin mir aber nicht so sicher, weil wir haben hier einen internen Lautsprecher, der eigentlich bei so gut wie gar kein Spiel benutzt wird. Den PlayStation-Knopf haben wir mit dem Original-PlayStation-Zeichen. Nochmal ein Zeichen dafür, dass es original lizenziert ist, also da. Und da. Wir haben den Share und den Optionsknopf. Der ist hier etwas kleiner als beim Originalen. Seht ihr das? Hier sind da so groß und hier sind sie so ganz klein, fallen kaum auf. Ja, der ist ein bisschen eingestaubt. So. Und das eigentlich Neueste an diesem Controller ist halt wirklich dieses veränderte Layout, dass das Steuerkreuz nach unten gewandert ist und der Analogstick nach oben gewandert ist. Ich weiß ja, ich kann es euch nicht sagen, wie gesagt, das ist das allererste Mal, dass ich so einen Controller in der Hand habe. Wie gesagt, auch kein Xbox-Controller. Dass ich damit auch so zocken werde. Und ich bin mal gespannt, weil viele von euch schwören ja auf dieses veränderte Layout. Die schwören total drauf. Für mich ist es das allererste Mal, ich bin gewöhnt, dass die Analogsticks unten sind. Also hier unten. Und dass ich damit dann hier mich umschaue und mich hiermit bewege. Jetzt ist das hier oben. Und umschauen. Also ist schon, also rein jetzt Trockenübung. Wenn man so schön will. Ist es schon angenehmer. Also da ist es wesentlich angenehmer. Wenn ich jetzt so vergleiche, es ist ungewohnt, sehr ungewohnt, gehen auch leichtgängig, ja, vielleicht hätten wir ein bisschen schwergängiger, wäre vielleicht für mich noch interessant, obwohl PlayStation, nee, PlayStation hat ein bisschen, der Originale geht ein bisschen schwerfälliger und da ist auch das, ja, also da finde ich ihn jetzt ein bisschen leichtgängig, mal gucken, vielleicht ist es beim Spielen ja ganz angenehm. Ich finde diese, da für den Daumen, diese Vertiefung ist ganz gut. Hier oben haben wir geriffelt, da unten haben wir die Cobra von Nacon. Ist beim Original PlayStation Controller ein bisschen größer. Würde ich mir jetzt hier auch ein Stück größer wünschen. Also rein vom ersten Antesten, also Trockenübung. Ich habe, wie gesagt, noch nicht damit gespielt. Ihr wart beim Unboxing mit bei. Ich werde ihn heute Abend bei Walking Dead das erste Mal benutzen. Rein vom ersten finde ich die Vertiefung ein bisschen klein. Also die Auflagefläche. Also wenn man meinen Daumen so guckt, finde ich ein bisschen klein. Ich hätte ein bisschen größer gerne. So wie beim Original PlayStation Controller, von der Größe her. Die Verarbeitung fühlt sich ganz gut an. Dass hier nicht so wie beim ersten PlayStation Controller Gummi porös wird. Das ist hier ein bisschen härter, also fühlt sich härter an, fühlt sich schon wie das Neue an. Oder rein Plastik. Ich weiß es nicht, nee, ist ein bisschen weicher. So, jetzt machen wir mal an.
Ah, er leuchtet weiß, wenn er angeht. Er findet jetzt natürlich kein USB-Stick, weil der liegt ja hier. Den gucken wir uns gleich an. Also mir fallen die Schultertasten. Das ist schon mal mein allererstes, was ich festgestellt habe, was richtig positiv ist. Mit dem veränderten Layout bin ich mir noch nicht schlüssig. Also wie gesagt, das erste Haptik, so erste Testen, fühlt sich angenehm an. Ich bin mal gespannt. Oder ob ich dann hiermit mit dem Steuerkreuz dann steuern muss, das wäre dann kacke. Also das werden wir mal gucken. Und dass die so ein bisschen klein sind, das ist halt Gewöhnungssache. Da muss ich mal gucken. Das ist jetzt nur mein erstes Feedback. So, und dazu haben wir dann noch diesen USB-Stick. So. Und der kommt dann halt in die PlayStation und man kann das auch anwinkeln, wenn man es hinten ran machen will zum Beispiel. Und dann haben wir hier so einen Connect-Knopf, dass der dann direkt sich hiermit verbindet. Da bin ich mal gespannt. Ich verstehe nicht, warum man, wenn er schon offiziell vom PlayStation lizenziert ist, warum man nicht einfach so an die PlayStation gesteckt werden, also PlayStation-Taste oder USB ran und zack, bumm, ey, ich bin PlayStation-Controller oder so. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil ist ja offiziell vom PlayStation lizenziert, also steht ja auch hier auf dem Karton. Offiziell vom PlayStation lizenziert. Und dann haben wir auch noch ein USB-Kabel mit bei. Den machen wir jetzt hier auch mal auf. Gucken wir uns den mal was genauer an. So. Der ist auch schön dick. Oh, der ist gut verarbeitet. Oh, da sehe ich schon ein geiles Gimmick. Also auf dem USB-Stecker sehe ich jetzt gerade, hier haben wir die Cobra von Nacon. Und hier so ein dicker Pin, seht ihr, der dicken Pinöpsel hier? Das ist, dass man dann besser rausziehen kann aus der PlayStation. Auch die, da seht ihr das, da wo der Kabel rauskommt, ist hervorragend verarbeitet, auch da. Nicht wie bei einigen, wo das denn hier in der Mitte ringsherum locker ist, der Kabel kommt raus und wir haben halt dieses hier riffelte und das ist halt ganz lose denn da drin und ruckzuck hast du dann rausgerissen. Das ist hier nicht. Oh. Okay. Dann haben wir hier praktisch den. Und hier haben wir einmal das USB-Zeichen. Und seht ihr diesen Riffel? Auch der ist dafür da, dass man den besser mit einem besseren Grip hat. Und hinten sind sogar drei davon da. Also da hat man wirklich einen besseren Grip, um das rein und raus zu stecken. Also da haben sie sich selbst bei so Kleinigkeiten was gedacht. Auch hier ist es super verarbeitet. Und ihr seht, der Kabel ist auch ordentlich dick. Also nicht so ein dünnes Ding oder so. Der ist schon was dicker. Und der ist, mein Tisch ist 80. Mit den Steckern, der komplette Kabel, würde ich jetzt sagen 70. So zwischen 65 und 70, sage ich mal, ist der. Zentimetern. So, den brauchen wir nachher kurz, um den mal mit Kabel zu testen. Und dann mal gucken. Ja, die werden mit Bluetooth oder mit was ist der Originalcontroller verbunden? Bluetooth, glaube ich. Die werden sie weggelassen haben, um Kosten zu sparen vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich bin da mal sehr gespannt. So, ich habe auch noch mal einen anderen Controller dazu genommen, damit ihr den mal im Vergleich zu einem preiswerteren Controller seht. Oder ich weiß nicht, ob der so viel preiswerter ist. Das ist der von Snakebuy, der so ein bisschen aussieht wie der Nintendo-Controller. Mit, ja, so ein bisschen Xbox-Nintendo-Controller mäßig. Und hier ist es dann halt nicht lizenziert. Wir haben zwar die gleichen Farben, aber da steht dann halt auch nur, kann ich jetzt nicht lesen. Ich glaube, die Knöpfe stehen da drinne. Und auch da ist das Layout, so wie wir es kennen, mit den Analogsticks und den Share-Tasten und so darunter. Hier sind sie ein bisschen größer, seht ihr das? Vielleicht kann man das ja auch noch austauschen oder so. Hier sind sie auch ein bisschen größer.
Was ein bisschen blöd ist mit dem Share und dem Option-Knopf, bei dem haben sie echt beschissen gelöst, dass die da direkt da drüber sind. Da kommst du echt beschissen ran. Ja, also da musst du halt immer um den Analogstick rum und oder so die halb den Finger verrenken, dass du von oben drauf klicken kannst. Das ist bei dem echt beschissen. Das Mauspad ist auch ziemlich klein, aber er funktioniert sehr gut. Ich wollte ihn jetzt nicht schlecht machen, ich wollte euch nur da so ein bisschen was zeigen. Und wie gesagt, das ist der erste mit diesem veränderten Design, so Xbox-mäßig. Vom Haptischen, muss ich sagen, liegt der extrem gut in der Hand. Ich bin da mal sehr gespannt. Wie gesagt, ich werde dann nächste Woche ein Hardware-Check-Video dazu machen, wenn ich den jetzt ein bisschen getestet habe. Ich werde ihn heute Abend bei Walking Dead das erste Mal benutzen. Also dritte Folge von Walking Dead. Ich bin mal sehr gespannt. Obwohl, nee, der hat einen Bluetooth. Na, keine Ahnung. Werden wir gucken. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wie gesagt, ist jetzt nur das erste Mal haptisch und angucken. Benutzen werde ich ihn heute das erste Mal. Und dann kann ich euch da auch mehr was zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Also vergesst nicht, die Bimmelglocke zu drücken. Wenn ihr mich noch nicht abonniert hat, ein Abo aufs Auge drücken, weil dann verpasst ihr nicht das Hardware-Check-Video dazu. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.